Nun ja, wie versprochen ist hier auch schon der Trainingspart für euch. Oder auch noch nicht ganz, denn... Ah, jetzt ist der Controller an. Sehr gut. Nein, ich hatte euch einen Trainingspart versprochen und hier kommt er. Hier kommt der Trainingspart. Sehr gut. Den da sollte ich zuerst rausnehmen, oder den da? Sehr gut, bisher ist noch keiner vergiftet. Ah, ich hätte es nicht aussprechen dürfen. Gut, kein Problem. Kriegt ein Antidot und fertig. Wartet mal, ich könnte auch mal die AE-Attacke einfach einsetzen. Haha, geil. Läuft. Findet ihr dich auch? Erledigt. Sauber. The first rule of survival is to only think about oneself. Boah, zwei Antidot, das finde ich sehr gut. Ja, es gibt eine Kleinigkeit, die ich trotzdem mal ganz kurz überprüfen will. Und ja, die Leute, die diesen Part nicht gucken, werden es natürlich auch nochmal sehen, weil ich, ja, wie soll ich das erklären? Weil ich hier eh nochmal rein muss später. Aha. Okay. Ja, irgendwie kann ich das damit erhöhen, alles, keine Ahnung. So genau. Ja. Eigentlich wollte ich was ganz anderes überprüfen. Ich glaube, hier war das. Ah, hier ist es tatsächlich, denn ja. Wir können tatsächlich hier sozusagen den Isar-Baum ausbauen. Wir können auch Sachen von einem Charakter auf den nächsten transferieren und so weiter und so fort. Sprich, es ist so ähnlich, würde ich mal behaupten, wie bei Final Fantasy X. Sehr gut, sind nur zwei von denen, die finde ich nicht ganz so unerträglich. Ich meine, ja, sie machen ihren Schaden, aber nein, sie können mich nicht vergiften. Das ist schon mal ein Anfang. Ja, ich sehe gerade, Momomo muss auch noch mal ein bisschen... Ich sage mal, nachgelevelt werden, nicht nachgelevelt, sondern hochgeheilt werden. Let's go. Aber nicht jetzt. Ja, wir ziehen sie mal in die erste Reihe vor. Und ja, sie macht durchaus Schaden, aber ist halt nicht so ihre Spezialität, sag ich mal. Seht ihr, da seht ihr doch etwas, das nur die Leute sehen. Bisher, die diesen Bart gucken. Und ja, das klingt irgendwie komisch. Hallo.
Bleib mal weg. Nein, eigentlich nicht. Ich mache ihn trotzdem fertig. Do not hesitate if you wish to live. Machen wir das gleiche wie eben. Das hat ganz gut funktioniert. Okay, scheint eventuell nicht nötig zu sein. Gut, hab mich ein bisschen vertan, ist aber hoffentlich jetzt nicht so schlimm. Und ja, mein Ziel ist, glaube ich, Level 10 zu werden mit Siggi und mit Momo. Mal gucken. Machen wir einfach das. Ja, man sieht, sie heilt jetzt 8 Punkte mehr. Klingt im ersten Moment nicht wie viel, kann aber am Ende entscheidend sein. Tatsächlich. Ja, diese Runde heilt sie sich, Mensch, selber. Denn so wie ich die Sache sehe, ist sie schon wieder fast im roten Bereich angekommen. Genau. Wieso leben die denn alle noch? Okay, ich soll nach vorne kommen und ihnen helfen. Ihm helfen, Entschuldigung. Oh, Scheibenhonig. Aber trotzdem kein Problem. Wird schon nicht sterben und er wird ja mal jetzt kurz durchhalten müssen, leider. Sehr gut. Oder auch nicht. Egal, dann eben so, wenn nicht anders. Ja, sie kriegt jetzt mal leider keine EP. Das ist voll der Teamplayer. Die erste Regel des Überlebens ist es, an sich selbst zu denken. Was ist los mit ihm? Passt mal gar nicht. Oh, Momo lebt ja wieder. Sehr gut. Okay. Das zählt jetzt also nicht als verlassener Bildschirm. Ist okay.
Dort ist ein Knopf, um den Kran zu bewegen. Möchtest du ihn drücken, ja? Ah, sehr gut. Holen wir uns doch mal gleich. Ja, das ist zwar ein Level-Part jetzt, aber gut. Wäre jetzt auch eigentlich nicht so geplant gewesen, aber was passiert ist, ist jetzt halt passiert. To Vale, ja gut, ist jetzt eh nicht so Besonderes. Von daher passt das schon, ist schon okay. Kann ich mit leben. Ja, komm mit Ameisen, Heino. Ey, das ist so typisch. Aber gut, die sind wenigstens wieder nur zwei von denen. Aha. Ja, ich werde das nächste Mal Momos 4X-Attacke einsetzen. Damit ihr die auch mal sehen könnt. Ey, wie die mich plötzlich nicht mehr treffen. Herrlich. Ja, was bei Momo so ein bisschen so aussieht, als hätte sie eine zusammengewachsene Augenbraue, ist nicht der Fall. Könnt ihr mir ruhig glauben. Das ist leider ein Grafikbug des Emulators. Okay, wie mache ich das jetzt? Okay. Ja, soll ihm einfach mal ein Antidot geben. Passt schon, hab genug davon. Nein, ich werde Momo jetzt nicht, also so lange nicht vorziehen, oh, wie der Typ da noch steht. Will Ziggy es vielleicht noch ein bisschen mehr übertreiben beim nächsten Mal oder so? Ziehen wir Momo mal nach vorne. Hier wird sie in der Regel nicht töten. Obwohl er ziemlich nah dran ist. Ich würde meinen Gegner auch mal fragen, ob alles mit ihm okay ist.
Warum auch nicht, wa? Kann man mal machen. Und gut, ich denke, ich werde jetzt eventuell diesen Level-Part gegebenenfalls beenden. Und entweder kommt jetzt noch ein zweiter hinten dran, oder ich weiß es noch nicht so ganz. Gucken wir mal, ob das hinhaut, wie ich es mir vorstelle. Und ob wir diesen Endgegner jetzt einfach mal mit einem Mal irgendwie kaputt kriegen. Oh, gut. Deswegen ist von meiner Seite aus an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Part von Let's Play Xenosaga Episode 1, der Wille zur Macht, wenn es dann wieder mit der Handlung weitergeht.